Kulturschlüssel in diesem Jahr wieder mit einem Rückblick auf das vergangene Jahr, das eigentlich schön und gut gelaufen ist. Wir haben die Phase überwunden. Herr Versich, Sie haben es uns einmal so etwas gesagt, klein und fein. Also fein versuchen wir immer noch zu sein, so ganz klein ist es nicht mehr. Wir haben im letzten Jahr 2500 Kulturgenusssituationen mit der Hilfe der Kulturspender zu organisieren können. Ich glaube, das zeigt, dass Hamburg eine soziale Stadtgesellschaft hat und dass das für Hamburg ein erstrebenswertes Ziel ist, an dem wir, glaube ich, auch alle weiterarbeiten wollen. Und an der Stelle möchte ich allen, die sich damit beschäftigt haben, die dazu beigetragen haben, ein ganz, ganz dickes Dankeschön aussprechen. Wir haben im Sozialbereich so viel Ökonomisierung des Zwischenmenschlichen. Ja? Es gibt für jeden Handgriff Bezahldienste, professionelle. Und dieser Gedanke, was können wir selber wieder jeder da, wo er steht, dafür tun, dass wir auch als Gesellschaft und Menschen wieder zusammenkommen, das wird mit dem Kulturschlüssel eben auch in wunderbarer Weise gemacht. Ich bin so froh, dass ich da überall dabei sein darf, dank Ihrer Unterstützung. Denn all diese großartigen kulturellen Angebote sind der Glanz des Kulturschlüssels und sein Reichtum. Und allen, die den Kulturschlüssel ermöglichen, sei Dank.